Wir machen heute den direkten Vergleich EQS SUV versus EQE SUV und wo dort die genauen Unterschiede sind, denn für den Laien ist es vielleicht gar nicht so zu erkennen, aber es gibt ein paar markante Unterschiede, woran man es erkennen kann, und genau die wollen wir uns das mal anschauen. Und damit sage ich hallo und herzlich willkommen zu Mein Anders TV. Wie ihr wisst, bekommt ihr von uns jede Woche zwei Videos, meistens ein Tippvideo und natürlich eine Neuvorstellung von einem neuen Fahrzeug oder vielleicht auch so wie heute mal den direkten Vergleich dieser beiden Fahrzeuge. Und ich würde sagen, wir starten mal direkt mit den technischen Daten, denn das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Bei dem Elektroauto ist natürlich immer die Reichweite wichtig für die meisten Leute, und Reichweite können die beiden tatsächlich sehr gut. Der EQS SUV hat eine maximale Reichweite von bis zu 670 km nach WLTP, und der EQE SUV hat eine Reichweite von 590 km nach WLTP. Natürlich ist das motorenabhängig, das sind jetzt die beiden maximalen Reichweiten. In dem Fall wäre es dann der EQE 350 Plus und der EQS 450 Plus mit den beiden größten Reichweiten. Deswegen unterscheidet sich natürlich auch die Akkukapazität. Beim EQE sind es immer 90 Kilowattstunden und beim EQS immer 108 ungefähr. Also auch da schon ein Unterschied, der vorhanden ist. Man muss natürlich sagen, der EQS ist ein bisschen größer und dementsprechend vielleicht ein bisschen verbrauchsstärker. Aber ihr seht es in der Reichweite, ist es natürlich schon ein Unterschied von fast 100 Kilometern. Noch ganz wichtig, nur für den EQS vorbehalten, egal ob es SUV ist oder Limousine, wir haben ein Jahr lang kostenfreies Laden. Das nennt sich Ionity Unlimited. Würde bedeuten, an jeder Ionity-Ladesäule kann ich so lange, so viel und so oft ich will, kostenlos mein Auto vollladen. Und das ist natürlich auch ein großer Mehrwert, den ich mit nutzen kann. Ansonsten preislich startet der EQE bei 84.000 Euro und der EQS geht bei ungefähr 110.000 Euro los. Und ja, jetzt würde ich sagen, gucken wir uns mal die optischen Unterschiede an, beziehungsweise wir gucken erstmal, ob wir optische Unterschiede finden. Ich muss gestehen, ich musste diese beiden Autos nehmen, weil es die einzigen beiden Autos sind, die wir gerade so für den direkten Vergleich da haben. Der EQS hat eine AMG-Line. Der EQE ist in Serien-Exterior, also mit der Electric Art Line. Wir würden uns daher nicht auf die Stoßstangen beschränken, sondern tatsächlich auf die Gesamtoptik. Und die Gesamtoptik geht für mich auch schon bei den Scheinwerfern bzw. bei der normalen Front los. Erstmal für den Laien wahrscheinlich gleiche Autos, aber ein markanter Unterschied ist natürlich beim EQS hier die durchgehende Chromleiste, die sich einmal ganz hier an der Front langzieht. Und dann als weiteres Merkmal, um das Ganze auch im Dunkeln zu erkennen, sind die Tagfahrleuchten. Ja, wir haben beide, beide haben ein durchgehendes LED-Band. Also es geht bei beiden ganz durch, so wie hier und auch hier. Aber beim EQS haben wir drei Tagfahrlichtpunkte und beim EQE haben wir zwei Tagfahrlichtpunkte. Also eigentlich genauso wie bei S-Klasse und E-Klasse oder GLS und GLE. So kann man sich es immer ganz gut merken. Die S-Klasse hat eigentlich immer drei Lichtpunkte oder auch vielleicht drei Lichtbalken. Ja, ansonsten unterscheidet sich natürlich die Scheinwerferform. Natürlich auch schade, dass wir schwarze Autos haben. Ich denke, mit einem weißen Auto wird man es besser sehen. Aber ansonsten sind das so die wichtigsten Unterschiede. Also Chromleiste, EQS, drei Lichtpunkte, auch EQS und natürlich auch die Scheinwerferform. Und die Scheinwerferform können wir uns mal von der Seite angucken, wenn wir jetzt mal so von da aus schauen. Scheinwerferform, hier sehen wir es ganz gut. Der EQE-Scheinwerfer ist etwas, ja, ich sag mal, höher, und der EQS-Scheinwerfer hingegen geht eigentlich mehr so in die Länge. Und dann auch sehr markant, wenn wir jetzt mal am Kotflügel weiterschauen, haben wir hier eine, ich sag mal, eine Riesenhaube. So, das geht also hier ganz spitz mit zu und wir haben eigentlich gar keinen richtigen Kotflügel. Und wenn wir das uns mal beim EQE anschauen, können wir es hier auch ganz gut sehen, dann ist es tatsächlich ein richtiger Kotflügel. Daran kann man es auch noch erkennen, wenn man wirklich auf die kleinen Feinheiten achtet. Und natürlich ganz wichtig, ja, wir sehen es am Schriftzug, EQE an der A-Säule und natürlich auch hier den Punkt EQS an der A-Säule. Jetzt haben wir uns mal direkt hingestellt und wir sehen sofort, die beiden Räder sind vorne gleich. Hinten sehen wir den Unterschied des Radstandes und natürlich der Länge, denn der EQS hat einen 18 cm längeren Radstand, sehen wir es ganz gut hier, und natürlich eine Länge von knapp 26 cm mehr, was sich natürlich im Innenraum stark bemerkbar machen wird. Wenn wir das in Zahlen haben, haben wir beim EQE eine Länge von 4,86 m und beim EQS eine Länge von 5,12 m. So wie auch beim Radstand haben wir eine Länge beim
EQE von 3,3 Meter beim EQS von 3,21 Meter. Also man merkt schon, da ist eine ganze Menge los und auch größentechnisch ein Riesenunterschied. Und man muss natürlich sagen, auch ausstattungstechnisch können wir beim EQS eine ganze Menge mehr im Fond noch dazu bekommen oder generell auch in Ausstattung. Bevor wir uns gleich dem Heck widmen und den Kofferraum anschauen, würde ich mal sagen, wir machen mal eine kurze Sitzprobe und schauen mal, in welchem Auto vielleicht mehr Platz ist. Denn ich muss mal dazu sagen, der EQE hat einfach schon extrem viel Beinfreiheit. Aber trotzdem gucken wir uns das mal an. Ich würde mich jetzt mal als erstes in den EQE reinsetzen und dann schauen wir mal, wie das Ganze aussieht. Ich setze mich also einmal vorne rein und schaue mal, wie ich die Sitzposition wählen würde als Beifahrer. Ja. Also eigentlich könnte ich hier so perfekt sitzen. Ich glaube, ich kann aber lehne ein bisschen hoch, noch ein bisschen nach hinten. Da habe ich wirklich gut Platz. Ich meine, das Armaturenbrett geht hier ein bisschen weit an die Knie ran. Aber ich könnte auch noch ein bisschen nach unten fahren. Kann ich wieder ran. Ja, so fühle ich mich gut. 1,85 groß, jetzt gehe ich nach hinten und gucke mal, wie der Platz dort ist. Und siehe da, immer noch wahnsinnig viel Platz, also gute Beinfreiheit, Füße passen unter den Sitz. Ich kann gut sitzen, kann allerdings meine Rückenlehne nicht elektrisch verstellen, aber ansonsten bin ich eigentlich überall gut zufrieden und kann auch eigentlich gut sitzen. Oder ich kann sehr gut sitzen. In der Mitte würde ich jetzt, glaube ich, mich nicht so direkt wohlfühlen, aber auch da ist es möglich zu sitzen. Aber hier rechts kann ich locker 1000 Kilometer lang Platz nehmen und mich wohlfühlen. Ist gut. Es ist halt die Frage, wie viel besser kann der EQS sein? Aber das probieren wir mal aus. Als nächstes nehme ich dann mal hier im EQS Platz. Hier ist ein Hyperscreen, aber auch den kann ich im EQE bekommen. Gucken wir uns aber dann nochmal an. Mein Sitz. Ah, herrlich. Ich habe jetzt schon hier, das ist natürlich schon extrem schön, die Komfortkopfstützen mit Kissen. Das ist das kleine i-Tüpfelchen. Schön. Auch hier ist es vorne relativ ähnlich. Ich sitze, glaube ich, ganz gut. Kann meine Füße gut ausstrecken. Ja, und dann würde ich sagen, gehe ich mal nach hinten und guck mal, wie dort der Platz ist. Normalerweise müsste ich nämlich bei diesem Längenunterschied riesig viel mehr Platz haben. Und genau das schauen wir uns jetzt mal hinten an. Hier habe ich schon mal einen Bildschirm, sehr schön. Und platztechnisch ist es auch sehr gut. Ich sitze hier gut, aber ich kann jetzt den Unterschied zu vorher gar nicht so richtig feststellen. Das kann aber daran liegen, also ihr seht hier, Platz ohne Ende, auch nach oben hin genügend Platz. Aber ich habe ja hier noch elektrische Sitze hinten und wahrscheinlich habe ich in Anführungszeichen so wenig Platz, weil der Sitz relativ weit vorne ist. Und siehe da, ui, es ist tatsächlich so. Jetzt mache ich mal ganz kurz den Sitz hier auch nach hinten, damit wir das auch gut sehen können. Und ja, also platztechnisch ist hier noch viel, viel mehr Platz gekommen. Ich kann meine Lehne nach hinten stellen, ich kann weiter nach vorne gehen. Hab natürlich Vor-Entertainment auch mit dabei, ganz wichtig. Also man merkt schon, dass hier einiges mehr an Platz ist. Hier wäre normalerweise das Vor-Tablet drin zur Bedienung der beiden Bildschirme. Herrlich. Aber ich denke, das wird noch eingepackt im Kofferraum liegen. Wenn wir da also gleich reingucken, sollten wir es dort finden. Und auch hier noch kabelloses Laden für Smartphone auch im Vorbereich mit dabei. Ach ja, und ganz wichtig, das habe ich fast vergessen. Im EQS können wir 7 Sitzplätze bekommen. Das heißt, wir haben nicht nur eine dritte Sitzreihe, zwei Sitzreihen, sondern könnten noch optional theoretisch eine dritte Sitzreihe dazu bekommen und könnten dann somit mit 7 Personen hier in diesem Auto unterwegs sein. Also ich sage mal, dieser EQS erinnert mich so ein bisschen von der Form her an die R-Klasse. Also wer noch sich mit den Autos früher beschäftigt hat, der kann sich noch an die Mercedes R-Klasse erinnern. Gab es 2 Baureihen von und irgendwie hat es was von dem Auto, finde ich, dieser EQS SUV. Nur, dass er jetzt rein elektrisch unterwegs ist. Bevor wir uns jetzt die Kofferräume anschauen, natürlich noch ein wichtiger Punkt, und zwar das Interieur. Denn wir können es hier nicht direkt vergleichen. Normalerweise wäre das Cockpit bei beiden Fahrzeugen gleich.
Jetzt haben wir hier links im EQS ein Hyperscreen und im EQE das normale System, also auch schon sehr gut. Hyperscreen können wir in beiden Fahrzeugen kriegen und so wie der EQE jetzt aussieht, könnte auch der EQS aussehen. Man muss dazu sagen, vom Cockpit her haben die Autos keinen wirklichen Unterschied. Aber, jetzt kann natürlich jeder sagen wieder, ja, Kosten sparen und ja, es ist sicherlich auch zum Kosten sparen. Man muss aber bedenken, wenn wir jetzt von GLE oder GLS ausgehen, das sind ja quasi so die beiden, ich sag mal, Brüder auf Verbrennerbasis, ist es genauso. Wenn ich im GLS setze, kann ich nicht erkennen am Cockpit so wirklich, ob es jetzt ein GLS ist oder ob ich in einem GLE setze. Und trotzdem sind es auch wie hier zwei grundverschiedene Fahrzeuge. Dementsprechend lasst es auf euch wirken. Einmal Hyperscreen und einmal das normale Interieur. Und beide Autos könnten so aussehen, wie ihr sie jetzt seht. Am Heck angekommen, seht ihr nochmal den Größenunterschied. Das heißt hier nochmal ganz klar, dass der EQS eine ganze Menge weiter rausragt. Also da nochmal, vielleicht nochmal besser zu erkennen. Aber wir wollten uns ja die Kofferräume anschauen. Aber bevor wir uns die Kofferräume anschauen, habe ich noch was entdeckt, was ich euch nicht erzählt habe. Denn beim normalen EQE sind die Radläufe immer in Kunststoffschwarz genarbt, also nie lackiert. Nur beim EQE 43 bzw. eventuell 53 sind die Radhäuser dann in Wagen verblackiert. Beim EQS ist es tatsächlich mit der AMG-Line immer so, dass sie bei der AMG-Line dann auch in Wagenfarbe mit lackiert sind. Auch vielleicht ein wichtiges Merkmal, was optisch das Auto vielleicht noch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, anders aussehen lässt. Aber gut, wir wollten uns den Kofferraum anschauen und genau das machen wir jetzt. Ich würde sagen, wir starten beim EQE. Und der EQE hat tatsächlich auch schon ausreichend Platz, nämlich 520 Liter Kofferraumvolumen, wenn wir es jetzt hier so mal betrachten. Und ganz wichtig, hier drunter ist noch jede Menge mehr Platz, wo ich wirklich nochmal fast das Gleiche verstauen kann. Also ihr seht, ich habe es im letzten Video schon gezeigt, da passt jede Menge rein. Zum Beispiel hier die zwei Kabel, selbst die zwei Kabeltaschen. Also wirklich Platz für alles. Und dann kann ich es auch wieder zumachen. 520 Liter, so wie wir es hier sehen, und 1675 Liter, wenn wir die Sitze umgeklappt haben. Ich nehme mal ganz kurz hier einmal die Kofferraumabdeckung raus und dann haben wir gleich den vollen Durchblick auf den gesamten Kofferraum. Übrigens auch hier wieder ein Unterschied. Sitze umklappen mache ich von hier aus. Ihr werdet ja sehen, warum ich das sage. Jetzt muss ich da mal durch. Upsala. So. Jetzt sehen wir 1675 Liter Kofferraum. Wir können ja mal den Größenvergleich machen. Ich lege mich da noch mal ganz kurz rein. So. Wenn ich mich lang mache, dann könnte ich hier fast, ja, nicht ganz. Meine Füße gucken also noch ein bisschen raus. Und jetzt gehen wir mal zum EQS rüber. EQS hat 645 Liter Kofferraumvolumen. Wenn wir es jetzt so aufmachen, da wird noch unser Equipment drin. Das nehme ich mal kurz raus. Und auch jetzt sehen wir schon, dass der Kofferraum doch wesentlich größer wirkt. Und auch hier haben wir wieder jede Menge Platz unten drunter. Und auf, also noch mehr als im EQE, wobei im EQE war es ein bisschen tiefer. Hier ist jetzt ein bisschen länger reingepackt. Also ihr seht auch hier genügend Platz für die Kabel, um sie zu verstauen oder für andere Dinge, die man im Kofferraum mitnehmen möchte. Ich mache es mal ganz kurz wieder zu, damit wir nochmal den Größenunterschied sehen können. Und jetzt nehme ich nochmal die Ablage raus hier. Ist schon ein bisschen weiter entfernt. Warum ich gerade gesagt habe, wir können die Sitze nur von vorne umklappen, weil wir hier im EQS nämlich die elektrische Sitzverstellung haben kann. Und zwar ziehe ich jetzt hier dran und ihr seht, nee, ich drücke, die Sitze klappen sich vollautomatisch um. Vordersitze fahren ebenfalls nach vorne
Und auch da sehen wir tatsächlich jetzt 2100 Liter Kofferraumvolumen, eine ganze Menge mehr. Und jetzt kann ich mal testen, ob ich hier komplett drin liegen kann und mich nicht knicken muss. Und ich glaube schon, dass es geht. Ja, locker. Wenn ich noch weiter nach hinten gehe, dann könnte ich hier tatsächlich meinen Urlaub im Auto verbringen und dabei sogar den Sternenhimmel betrachten, wenn ich das Panoramadach auf hätte. Sehr, sehr schön. Also ihr seht, Platz ist genug. Upsala, hier im EQS. Und auch da sind die Größenunterschiede, glaube ich, relativ klar zu erkennen. Ich hoffe, ihr könnt es auf dem Bild gut erkennen und auch sehen, wie groß der EQS wirklich ist. Und dass es da tatsächlich auch dann schon wieder fast in Ordnung ist, dass der EQS ein bisschen teurer ist. Zum Schluss, ganz, ganz wichtig. Alle Mercedes-Benz Elektrofahrzeuge haben ein, oder beziehungsweise EQS, EQE, EQS SUV, EQE SUV, haben ein Batteriezertifikat. Und dieses Batteriezertifikat ist quasi eine Batteriegarantie. Diese gilt für 10 Jahre oder 250.000 Kilometer. Und auch das ist, glaube ich, ein Mehrwert, den eigentlich fast kein anderes Auto bietet. Und dementsprechend würde ich sagen, wichtiger Punkt für beide Fahrzeuge. Wie versprochen, schauen wir uns natürlich nur das Heck an und sehen dann die beiden Fahrzeuge im Vergleich. Nochmal für euch, natürlich ist jetzt hier die AMG-Line verbaut und dementsprechend haben wir natürlich auch eine etwas sportliche geformte Heckstoßstange. Hier ist die Electric Art Line verbaut. Ansonsten hätten wir mit der AMG-Line, ich sag mal so, angedeutete Endrohrblenden, also keine Endrohrblenden, sondern ich sag mal so eine Art Muster. Zeige ich euch auf jeden Fall nochmal. Ansonsten, von hinten sind die Fahrzeuge relativ ähnlich, außer dass das Licht natürlich etwas breiter und länger ist. Hier haben wir bei dieser Helix 5, ich sag mal, Rundungen und hier sind es 4. Vielleicht für den, der es dann im Dunkeln zählen möchte. Ansonsten müssten wir uns auf den Schriftzug verlassen und wie gesagt, wir würden es, wenn wir jetzt beide in Electric Art Line und beide in der AMG Line hätten, noch besser sehen können, dass sich die ich sag mal, die Diffusor oder der Unterteil der Stoßstange doch noch unterscheiden. Das war unser Vergleich zwischen EQS SUV und EQE SUV. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da, abonniert unseren Kanal, verpasst nichts mehr. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Und damit verabschiede ich mich, euer Joschka Gossel vom Autohaus Anders & Fechter.